Fans von Schlagerkönig Jürgen Drews müssen jetzt ganz stark sein. Der Ein Bett im Kornfeld-Interpret will in Zukunft etwas kürzer treten. Das verriet der 76-Jährige in seinem Podcast mit dem Titel Des Königs neuer Podcast. Ich werde nicht mehr so viele Auftritte machen wie früher. Ich habe mich einfach daran gewöhnt, einen Rhythmus zu haben, der dem eines Normalbürgers entspricht. Ich kannte das gar nicht mehr und möchte das nicht aufgeben. Zu diesem Entschluss könnte nicht nur die Entschleunigung in der Corona-Pandemie, sondern auch Jürgen Drews Krankheit beigetragen haben. Er leidet an einer peripheren Polyneuropathie, einer Nervenkrankheit, die Schmerzen und Muskelschwäche verursacht. Ein schleichender Abschied von der Bühne sei Jürgen Drews aber gegönnt. Im Laufe seiner jahrzehntelangen Schlager- und Ballermann-Karriere sahnte er zahlreiche Auszeichnungen ab, alleine in der Kategorie Lebenswerk jeweils den Radio B2, den Smago und den Ballermann Award. Irgendwann kann man ruhig guten Gewissens die Füße hochlegen.